Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 und wir werden uns jetzt hier mal kurz die Bodendaten holen und sichern und die Supermutanten einfach mal so wegknallen, wie wir es können. So. Geht mit unserem kleinen Revolverbild ja ganz gut. Das sind ja wirklich nur kleinere Mobs hier. Na, aber man sollte auch schon treffen. Das hatte ich jetzt nicht aus der Bahn geworfen. Schlimm. So. Bodensensor hinzugefügt. Zack. Gleich den nächsten Satz hier zusammengesammelt. Und dann schauen wir doch mal. Genau, ich wollte nämlich hier nochmal kurz zur Farm rüber, mir ein bisschen Cranberry holen, denn wir haben keine Aufläufe mehr, um das halt noch ein bisschen schneller zu machen. Und da das jetzt sowieso hier direkt gegenüber ist, passt das eigentlich ganz gut. Der hat mich schon gehauen, obwohl er mir noch nicht mal in Reichweite ist. Also, heute läuft das ja richtig gut. Lightwolf beigetreten. Okay. Müsste ich mitnehmen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Honig haben wir noch genug. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Wir müssen diesen Alpha-Wolf schleunigst finden und töten. Erlegt die kleineren Rudel, so, um ihn auszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger. Ach, da ist er. Wunderbar, können wir gleich einen Kopfschuss geben. Haben sogar das erste legendäre Teil. So, der noch ein und dir geben wir auch noch einen mit. Nur weil wir es können. Entdeckt, versteckt. Dann nehmen wir das jetzt nochmal ganz kurz mit, das Event. Ist ja eigentlich immer recht gut. Gibt drei legendäre Items. Und ein guter Start passt eigentlich immer. So, Maulwurfsratten. Nummer 1. Die zweite sehe ich nicht. Dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen Holz mit. Kurz nachladen. So, na komm. Jetzt sträub dich nicht so. Hilft dir eh nicht. So, du warst es nicht. Du warst es auch nicht. Du bist... wollte gerade sagen, jetzt nicht schon wieder rausfliegen hier. Das muss nicht sein. So, geradezu. Da ist der Nächste. Da ist er. Der sogar alleine ist. Natürlich nicht. Genug hier. So. Ha, gab sogar durch die Quest nochmal einen legendären Arm. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Ja. So, der soll eigentlich direkt vor uns sein. Da war er. So, dein Fleisch nehmen wir uns auch mit. Oh, ruckel, ruckel. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen zu schnell für das Game. Aber passt. Passt, wackelt und hat Luft. Gab jetzt nochmal ein bisschen Free-EP. Dann machen wir jetzt die Cranberry noch fertig.
Das dürfte eigentlich passen. Ja, nochmal 390. Ich weiß, zwei Supermutanten erlegen wäre eigentlich mehr gewesen, aber wir haben ja wenigstens die drei legendären Teile bekommen. Das war natürlich wieder der Supersprung, den ich heute hier hinpacke. So, einmal kurz den Pitzel Strahlung weg. Hier öffnen. Dann machen wir uns die Cranberries noch fertig. Schön Auflauf draus machen. Dürfte eigentlich auch reichen, um halt die Zeit wieder einzuholen, die wir hier haben. Dann können wir ja auch den Rest verkraften. Gibt ja auch alles EP. Und wir haben ja noch so viele Quests hier übrig, dass das eigentlich Pillepalle wird. So, wir haben jetzt noch Wasserdaten übrig und Luftdaten. Sweetwater, wo sind meine Wasserdaten? Rauscrolling, Luftdaten. Ah, Wasserdaten sind direkt da unten. Wunderbar, dann machen wir das als nächstes. Ziehen wir hier wirklich an einem Strang durch. Ist eigentlich auch recht einfach. Also ist ja jetzt nicht wirklich, brauchst du 200 Jahre für, um das zu besiegen oder zu machen. Ich denke mal, wenigstens als Entschädigung die Stufe dürfte drinne sein. Darf jetzt aber auch nicht mehr allzu viele Folgen machen, denn ich muss gucken. Ich wollte die restlichen Folgen dann halt alles in einer Aufnahmesession dann abmachen, bis zum Eventtag. Das heißt, ich falle hier erstmal runter, dann gehen wir halt den richtigen Weg. Das heißt, ich werde denn da ordentlich was machen wollen. Denk mal auch Weeklies und ähnliches wäre nicht schlecht. Das heißt, wir machen wirklich jetzt nur noch den Rest der Quests, damit die sich nochmal kurz ansammeln können. Und dann hauen wir richtig rein in der ganzen Zeit. Komm, dich will ich haben. Schwimm hinter. Und da haben wir den Rüssel. Und das noch bevor ich jetzt weggebordet bin. Zum Glück habe ich Fallschaden bekommen. So, dann einmal hier runterporten. Komm, das ist mir der Stimpack jetzt auch wert. Nachgekugelt. Und dann dürfte es auch passen. Na, den Flammenwerfer würde ich gerne aber noch in dieser Aufnahmesession ausprobieren. Deswegen habe ich ihn auch noch bei. Rasen dürfte ja eigentlich gut was bringen. Am Schaden. Müssen bloß aufpassen, was wir dafür nehmen. Denk mal, wir werden eher wieder Supermutanten. Weil der Bug ist immer noch vorhanden, wenn man mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Dass sie denn sagen, nö, ich kriege jetzt keinen Schaden mehr durch Waffen. Und das ist natürlich nicht so cool. So, Wasserdaten haben wir auch. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal hier hinten reinschmeißen, hochladen, verarbeiten lassen, fertig. Dann würde ich gucken, dass wir dann als nächstes die Insektenkunde machen. Weil den Blutkäferrüssel, den macht man immer so leicht kaputt. Und das ist nicht so cool. Ich und mein Nachladesyndrom hier. So. Denn jetzt hier einmal übertragen. Wasserdaten. Vollständig. Wenigstens das Terminal arbeitet anständig hier. Luftdaten. Fertig. Verarbeitung starten. Quest müsste fertig sein. Wunderbar. In Deckung gehen. Auf zum nächsten. Weil viel Platz haben wir nicht mehr. Aber ich habe ja noch zur Not Ameisenlager. Das werde ich jetzt auch sonst zur Not jetzt benutzen. Ich werde jetzt nicht irgendwie viel kaputt machen. Weil ich kenne mich. Ich drücke einfach T, Schrott komplett zerdeppern und schon sind die ganzen Drüsenrüssel in Säure umgewandelt. Und Säure brauche ich jetzt nicht unbedingt.
jagen wir mal Autos hier in die Luft. So. Hab leider nicht den erwischt, den ich erwischen wollte. Schade. So, Herr Sweetwater. Klingeling. Sie kriegen Besuch. Was? Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Aber enthusiastischer Gastgeber, Charles Sweetwater. Aber bitte merkwürdig, merkwürdig. So, Schädel können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Halt! Da ist ein Stimpack drin. Den will ich haben. Ich hab den Honig schon. Es ist wunderbar, Sie zu sehen. Einfach wunderbar. Ja, komm. Nimm den Honig an. Und zählt als abgeschlossen. Wunderbar. Auf zum nächsten. Eigentlich passt der gut zu allem. Wir könnten ja vielleicht auch Glück haben und bei den Kryptiden einen Mottenmann finden. Das ist mir nämlich letztens passiert. Da war mein Kryptide wirklich mal ein Mottenmann. Ist zwar ein recht seltener Fund, aber für eine Quest echt nicht schlecht. So, dir geben wir eine mit, weil dein Code, eigentlich brauche ich den nicht, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Natürlich haben wir jetzt die dicken Ghule hier an seiner Backe. Und den Wendigo. Erstmal alles so ein bisschen anhitten hier. Ich bin halt gerade ein bisschen überladen. Natürlich erwischst du mich. So, den haben wir auch. Und dich kriegen wir doch auch noch hin. Ich will mich nicht hauen lassen. Ich bin überladen. Ab und zu brauche ich mit dem Nachland ziemlich lange her. Ja, jetzt wieder von hinten. Blöd, Mann, du. So, jetzt können wir die auch noch ausnehmen. Aber wieso bin ich eigentlich überladen? Jetzt bin ich überladen. Jetzt bin ich offiziell überladen. Na. Oh, heute ist der Server echt ein bisschen widerspenstig. Oder die Server, die ich jetzt hatte. Ja, Töte, ein Clown-Kostüm. Das hätten wir jetzt auch noch machen können. Wäre möglich gewesen. Bloß ab und zu greifen die Ghule den Wendigo an. Das ist dann halt nicht so genius. So, dann hau ich mir jetzt hier erstmal ein bisschen was zu trinken rein. Lauf gegen den erstbesten Felsen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier die Gegner recht schnell wegknallen können. In der Hoffnung, eine Drüse zu bekommen. Ich kann hier nochmal einen Auflauf nehmen. Das wird aber nicht viel ändern hier. Wir sind halt prinzipiell zu schwer. Jetzt schon das Lager nehmen, bringt mir auch nichts. Kann ich mir ein bisschen Alk reinpfeffern. Ist aber nur Wahrnehmung. Also, bringt auch nicht viel. Gut. Denn die Jagd Epsilon Delta Alpha... Müssen wir mal schauen, ob wir die gleich noch mit anschließen. Aber erstmal gucken, ob wir eine Drüse kriegen. Weil dann fehlt uns nur noch Kakerlakenfleisch und Zecke. Stechflügel haben wir, ja. Das heißt, das könnte man doch jetzt eigentlich dann danach mit einem Port alles erledigen. Und da sehe ich auch schon unseren ersten Gegner. So,
Der hat uns aber nicht gesehen. So ein Pech. Gegen die Schallmauer. Hat mich jetzt die Fliege weggeschoben. Rotzfläche Fliege. Wenn du meinst, dass ich hier nur einen Sniper bei habe, wenn ich auf dem Sniperbild bin, dann hast du dich aber geschnitten. So, da hätten wir auch schon die Drüse. Hier machen wir mal kurz ein Reparaturkit drauf. Dann passt das auch schon wieder. Oh, ich habe auch noch 9 Raketen, ey. So, noch eine Drüse, noch eine Drüse. Oh, das wird sogar mit dem Bier jetzt gleich schwer. Das wird ja jetzt sogar gleich mit dem Bier recht schwer. Ja, das müssen wir mal gucken. Nee, das kriege ich noch nicht mal mehr mit dem Bier hin. Heißt, ich muss hier von Schleichen runter und mal zu Tinke reinmachen. Jetzt kriegen wir es auch mit dem Bier definitiv hin. So, und wenn wir jetzt Glück haben, na, da ist schon zwar jemand, aber der hat sich unten das Ding geholt. Wenn wir jetzt Glück haben, noch eine Zecke kriegen. Und, ja, das Kakerlakenfleisch, dann sind wir ja so gut wie durch. Dann haben wir das auch hinter uns. Deswegen dürfte es eigentlich passen. Ich hoffe mal, wir haben einfach Glück. Da ist ein Yaogwai, der fightet mit, keine Ahnung was, gleich drauf da. Okay. Ein Wechsel. Heute noch. Drehen. Drehen. So, jetzt aber. Alter, Yaogwai ist ohne Powerrüstung. Immer ein Graus. So. Wird wohl wahrscheinlich jetzt Sniper eher brauchen. Bitte sag mir, hier ist irgendwo eine blöde Zecke. Mir geht nämlich gleich die Kraft wieder aus. Hier hat er auch ein Heim. Ah. Lebt keine mehr, ne? Shit. Wir haben noch hier hinten die Möglichkeit. Eine zu bekommen. Oh. Na gut, da werde ich was Größeres brauchen. Lass mich in Ruhe. Zecke. Und Yaogwai. Au, oh, der haut rein. Den darf ich nicht unterschätzen. So, aber friss mal ein bisschen Muni hier. Ich bin schon wieder überladen. Nee, wenn er da oben ist, dann gehen wir hier nochmal außen rum. Na, wo ist er jetzt? Hä? Der schleicht sich gleich irgendwo hin von hinten an. Wo ist er? Wie? Wie? Ich hätte dich doch sehen müssen. Meine Güte. Ah, Mann, ey. Wieso habe ich den nicht gesehen? Ah, Mann. Scheiße. Gut, 2 Hits brauche er. Ah, Mann.
So, da hinten ist die Tüte. Das heißt, er müsste da ja noch irgendwo sein. Ah, ich habe ihn gerade ins Target gekriegt. Schleicht er sich an, ey. Hä? So. Komm. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten hier. Geht doch. Ein handgefertigtes, okay. Jetzt sind wir durch den wieder überladen, aber das ist nicht so schlimm. Eieieiei. So, hier wieder alles mitnehmen, das brauchen wir. Pirscher, na. Hätte ja besser sein können, aber na gut. Wollen die ganzen tollwütigen Hunde hier von mir jetzt. Hab nichts umsonst, auch nichts im Angebot. Und da haben wir den Zeckenblutsack. Halt, dann gucke ich hier oben nach, ob die Kakerlake da ist. Und wilde Gule für Dolzots. Na gut. Kakerlake ist sogar da. Na komm schon. Wir wollen das schaffen. So, Kakerlakenfleisch haben wir auch. Heißt, das nächste haben wir auch geschafft. Sagt eine ungefähre Zeit. Ungefähre Zeit sagt noch eine Stunde. Gut, gucken wir mal, dass wir das in dieser einen Stunde schaffen. Das Level up noch. Wird ja langsam immer mehr ohne Power-Rüstung. Wird echt Zeit, dass wir hier mal eine anständige Rüstung rausmachen. Dass ich von der Kampfrüstung wirklich mal runtergehe. Und mir eine bessere besorge. Schon das ganze Insektenmittel aufgebraucht? Natürlich willst du noch mehr. Hier ist die Liste. Die letzte hast du bestimmt verlegt. Wie ich sie immer verlege. Es gibt zwischen 6 und 10 Millionen Insektenarten auf der Welt. So, Quest einmal rein hier. Jetzt fange ich hier gleich an zu looten. Und dann komme ich hier nicht mehr weg. Hast du schon meine Insektenprobe? Wieso fehlt mir jetzt der Stachel? Ich hatte doch noch einen Stachel mit bei. Oh nee, ey. Jetzt fehlt mir ein blöder Stachel. Wieso das denn jetzt? Ich brauche die Insektenteile für das Mittel. Ja. Das ist mir klar, dass du die Insektenteile für das Mittel brauchst. Gut, gucken wir jetzt hier nochmal kurz beim Standort um. Dann machen wir das halt anders. Ich habe ja noch einen Star, aber dann muss ich das gleich vorsichtig und in Ruhe machen. Am besten nicht stressen lassen. Ich brauche nur gleich eine Kiste irgendwo. Vielleicht haben wir ja bei dem Spieler da vorne gleich Glück. Und da ist eine Kiste, dann kann ich es mir gleich noch rausnehmen. Das wäre natürlich optimal. Wir haben heute das Monster von Grafton. Na komm. So. Es war das Monster von Grafton. Dann nehmen wir uns die Probe gleich noch mit. So. Wo waren jetzt die Hütte genau? Die muss hier irgendwo gewesen sein. So in der Richtung runter auf jeden Fall. Da ist sie. Bitte nichts abgeschlossen. Bitte lass mich an die Kiste ran. Bitte, 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 bitte. Komm. Vorwärts. Er hat abgeschlossen. Mist. Hier draußen vielleicht irgendwo was. Ich will mir jetzt hier nicht strafbar machen, bloß wegen der Kiste. Zumal ich sehe da auch keine drinne. Ich könnte jetzt hier vorne um eine Ecke stehen.
Das ist natürlich blöd. Verkaufen tut er auch was. Naja. Ist jetzt nichts bei, was ich gerne haben wollen würde. Gut, dann hole ich mir jetzt mal kurz mein Flügelchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.